nicht vor, heute den Löffel abzugeben. Das macht mich allmählich wahnsinnig. Ich sterbe jeden Tag vor Angst, dass dir etwas zustoßen könnte. Ich verstehe dich ja, Sam. Du brauchst eben Zeit, mehr nicht. Es tut mir weh, dich so zu sehen. Das weißt du doch, Baby. Und wenn du kündigst? Wir könnten den Laden meiner Eltern in Florida übernehmen, ein normales Leben führen und ein Baby bekommen. So ein Leben wäre nichts für mich, Sam. Ich habe schon zu viel mit Gewalt zu tun gehabt, um jetzt so ein 0815-Leben zu führen. Ich weiß, du liebst mich, Sam. Versuch auch, mich zu verstehen. Da grieselt es wohl ein wenig. Komm, mach's hier nochmal klar. Junge! Langchillt. Komm, kannst du hier nochmal knutschen? Ja. Kann ich nochmal in der Küche nehmen. Der ist ja schon übervoll, da ich eigentlich. Ich liebe dich. Sag's, Junge. Sag's ihm, ich liebe dich, und er geht einfach. Was für ein Pisser. Ah, die Musik bei ihm. Das ist der Hammer. Hi, Tyler. Oh, Carla sucht dich. Ja, ich weiß. Und, rückt die Pensionierung näher? Ja, Gott sei Dank. Ja, jeder ihn das fragt, oder was? Ich geh auch mal rechts rein. Ich finde diesen Jeffrey auch gestorben. Hey Tyler, welch ein Zufall. Ich hab dich schon überall gesucht. Oh Mist. Mhm. Erinnerst du dich, dass ich dir von einem halben Jahrhundert Piepen geliehen habe? Ich wäre dir dankbar, wenn ich sie möglichst bald zurückkriegen könnte. Zum Beispiel jetzt sofort. Jeffrey, glaubst du an Jesus Christus, Gottes Sohn? Denn er glaubt an dich. Und da oben von seiner Wolke aus sagt er dir, Geld ist unbedeutend, Jeffrey. Das Einzige, was wirklich zählt, ist Liebe. Wirklich sehr lustig, Tyler. Und jetzt rück dir 100 Dollar raus, bevor ich sauer werde. Ich schlag dir was vor. Wir spielen eine Partie Basketball um deine 100 Dollar. Gewinnst du, gebe ich dir auf der Stelle 200 Dollar. Aber wenn ich gewinne, sind wir quitt. Wenn ich gewinne, kriege ich 200 Dollar? Ich gebe dir mein Wort. Abgemacht. Aber lass dir nicht im Traum einfallen, nicht zu zahlen, wenn du verlierst. Kapiert? Keine Sorge, Jeffrey. Sobald ich Zeit für eine kleine Pause habe, komme ich zu dir. Was ist das denn für ein halber Mafia-Boss mit dem Bling-Bling-Ring da? Oh mein Gott. Das ist aber echt nervig, dass man so für die Entscheidung nicht so viel Zeit hat. Weil war die Bedienung noch nicht da? Sie kommt gleich. Garrett hat die Ergebnisse. Kommst du mit? Ich häng nur die Jacke auf und komm dann. Okay, bis gleich. Ja. Da häng doch mal die Jacke auf. Wieder der Monitor, der alles verdeckt. Der Geistermonitor. Erstmal irgendeine Runde daddeln. Kältewelle fordert Opfer. Oh. Die gibt es ja ständig neue Nachrichten vorzulesen. Also die Weltnachrichten lese ich jetzt mal. Nö, das ist wieder dieses Pakistan-Mist. Kältewelle fordert neue Opfer. In Michigan sind gestern fast 40 cm Schnee gefallen, wodurch 11 Menschen bei Autounfällen ums Leben kamen und viele Straßen unpassierbar wurden. In White Mountains in New Hampshire wurden heute Morgen 2 erfrorene Camper gefunden. In Ohio sitzen seit dem Schneesturm der letzten Nacht noch immer über 200 Lastwagen am Straßenrand fest. Nach einer leichten Verbesserung der Lage während des heutigen Tages ist zu erwarten,
dass sich die Situation in den nächsten Tagen jedoch noch verschlimmern wird. Autofahrer werden gebeten, längere Fahrten, wenn möglich, zu vermeiden. Aha. Musikindustrie hat 200 Peer-to-Peer-Piraten gekippt. Pleasure! Penis Enlarger, gain up to 5 inches of sheer pleasure. Results guaranteed. Why wait? Free estimates from. Want the bigger red. What else? Bigger red? Bigger D. Want the bigger D.com. Mhm. Das braucht der Kollege bestimmt. Millionen sind schon infiziert. Installieren Sie bitte das angehängte Update, um Ihr System zu schützen. Ihre Freunde bei Quantic Dream Software. Ja, genau. Tut mir leid. Tyler, es tut mir leid, dass ich dich heute Morgen mit meinen Sorgen bedrängt habe. Das war dumm von mir. Ich habe so große Angst, dass dir etwas zustoßen könnte. Da vergesse ich manchmal, wie wichtig dir deine Arbeit ist. Ich hoffe, dass es mir eines Tages gelingen wird, dich zu überzeugen, dein Leben zu ändern. Ich liebe dich, Sam. Ja. Ich glaube, ihre Mails werde ich immer so vorlesen, wenn es überhaupt noch mehr davon gibt. Ja, dann gehen wir doch mal raus. Oder spielen wir das noch? Hat er irgendwas hier zum Spielen? Irgendein Papiermüll?